Also, ich hatte mal ein Bier. Ja, wir sprechen ja heute über Bier. Das war ein ziemlich dunkles Bier, da war fast Schwarzbier. Das hieß Black Molly. Ich wollte da erst einen ganzen Lastzug von kaufen, aber dann habe ich dann mal probiert, war doch nicht so mein Geschmack. Aber die Black Mollys, die ich eigentlich kannte, das waren ja Black ist klar. Also ich kann ja gar kein Englisch, aber Black schaffe ich auch noch. Black Mollys, sowas habe ich natürlich schon wieder als Kind immer gehabt. Früher waren die Black Mollys in meinen Augen schwärzer als heute. Heute haben die immer so einen leichten bläulichen, gräulichen Tisch. Ich nehme an, das kommt daher, dass die Tiere so viel gekreuzt werden. Alles, was hier drin sind, die zählen alle zu den Mollys, zu den Black Molly kann ich ja nicht sagen. Das wäre ein Silbermolli, das wäre ein goldener Molli. Da gibt es dann noch punktierte Molli. Also, wenn der schwarze Molli ganz viele kleine weiße Punkte hat, dann ist er nicht eine Zuchtform, dann ist er krank. Das nur vorab. Wenn der immer an der Oberfläche steht und immer am Atmen ist, ist das auch ein Problem. Hat er vielleicht ein Problem mit den Chiem- oder Sauerstoffmangel? Aber dann müssten alle oben stehen. Unsere Mollis haben das alle nicht. Die fühlen sich ja scheinbar super wohl. Wir können auch mal gucken, ob die. Auch noch Hunger haben. Ja, toll. Das Eingangsloch ist viel zu klein. Weiße Mückenlarven habe ich mal geholt. Ich denke mal, die haben keinen Appetit, oder? Ach nee, doch. Also, normal kann Black Molly immer fressen. Das habe ich also früher schon immer erlebt. Die kommen auf die Welt als kleinster Fisch. Ich würde mal sagen, so drei, vier, fünf Millimeter groß. Je nachdem, wie viel Junge so ein Weibchen kriegt. Die Weibchen oder die Mollys zählen eigentlich zu den Lebendgebärenden. Kennen wir ja alle. Die sind nicht wirklich lebendgebärend, es sieht nur so aus. Das heißt, das Weibchen wird also befruchtet vom Männchen. Wir können mal gucken, ob wir ein schönes Männchen finden. Hier hätten wir einen schönen großen Silbermolli, der ist aber ein bisschen hektisch. Vielleicht sehen wir da gleich noch einen ruhigeren. Die haben also ihre Bauchflosse, die beim Weibchen schön dreieckig ist, und die werden also zum Gonopodium. Das Weibchen hat unten die Bauchflosse schön dreieckig. Hier haben wir wieder ein Weibchen. Und ein Männchen hat eben dieses Gunnopodium. Das heißt, diese Bauchflosse ist umgeformt zu einem kleinen Röhrchen. Damit kann das Männchen das Weibchen begatten. Und das Weibchen wird also im Körper begattet oder am Körper begattet. Und das Weibchen hat Eier im Körper und diese Eier werden dann befruchtet. Das Spannende daran ist natürlich, dass die jetzt nicht befruchtet werden und kriegen dann so ab circa nach 20 Tagen, dann müsste man die aber bei 27, 28 Grad haben. Dann kommen die kleinen Jungen raus, die schlüpfen im Ei und wenn die im Ei geschlüpft sind, dann kommen die aus der Mutter raus und das sieht dann einfach aus wie lebend geboren. Das hat lebend -Gebierende. Aber eigentlich reifen im Körper die Eier ran und die kommen dann raus. Manchmal, wenn man genau beobachtet beim Ableichen oder Junge kriegen, dann hat man so schön an der Oberfläche so ein paar Schwimmpflanzen. Die da hinten sind bald so weit, dass die hier schwimmen. Und wenn die hier oben schwimmen, dann steht das Weibchen da drin. Und wenn man die dann beobachtet, manchmal sieht man, wie ein Junges gerade einfach rauskommt, wie eine Geburt. Manchmal sieht man aber auch noch, das kommt noch als Ei. Wenn man genau guckt, sieht man sogar eine hauchdünne Hülle wegplatzen. Wenn also der Bauchdruck aufhört, platzt spätestens das Ei. Und dann sacken die so ein bisschen ab, fangen an zu atmen und mit der Atmung unter Wasser, den Sauerstoff, den sie unter Wasser einnehmen, füllt sich dann die Schwimmblase. Und dann schwimmen die oben und nachher sind die Jungen die ersten Tage fast immer so in den oberen 2-3 cm und halten sich dann am liebsten in Schwimmpflanzen auf. Denn da sind sie auch viel geschützter vor Räubern. Also so ein großer Black Molly oder natürlich die ganze andere Fischgesellschaft, die wir haben, die findet, das ist natürlich tolles Futter und denen ist halt egal, ob da jetzt weiße Mückenlarven wie hier reinkommen oder ob da junge Black Mollies reinkommen. Die natürlich gar nicht immer alle Black sind, sondern wie wir sehen, Black Mollies werden also mittlerweile in so vielen Farben und Formen gezüchtet. Wir sehen ja auch einige mit schönen Schleier. Flossen, also Gabelflossen und so. Oft haben sie auch eine verlängerte Rückenflosse. Da, der hier hinten, der kriegt hier eine schöne lange Rückenflosse. Das sind alles Zuchtformen. Das ist halt so. Schade ist natürlich, dass es so gut wie keine Naturfarben mehr gibt. Die Züchter haben da mittlerweile alles durcheinander gezüchtet. Aber wir wollen ja auch immer so wenig Naturentnahmen machen, wie es eben geht. Das ist natürlich schon toll, dass wir schon ganz, ganz viele Fischarten haben, die wir überhaupt nicht mehr aus der Natur nehmen. Trotzdem wäre ich persönlich dafür, immer kleine Bestände doch mal zu nehmen. Man kann die in den Naturgewässern ja beobachten. Und wo gute Bestände sind, wenn die gute Jahre haben, wo die sich gut vermehrt haben, dann können man ein paar der Natur entnehmen und könnte so den Genpol immer wieder frisch halten, dass wir schöne, kräftige Tiere haben. Denn ich muss so sagen, Heute sagt man, die Fische wären so meist sechs bis acht Zentimeter groß. Früher wurden die größer, nicht weil früher alles besser war, das ist total Quatsch, sondern die Naturformen, die waren einfach viel stärker, viel kräftiger und nicht auf Masse gezüchtet. Das ist ja leider so, dass heute nicht so viel Zuchtauslese gemacht wird, sondern viel bringt viel Geld, und das ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern schöne Zuchten mit schönen, gesunden, kräftigen Tieren. Die machen natürlich viel mehr Spaß. Und früher wurde so ein schwarzer Black Molly wurde auch mal locker, mal so ein großes Weibchen. Weibchen sind übrigens immer größer als die Männchen. Die wurden mal locker, tja, so zehn, wenn nicht sogar zwölf Zentimeter groß. Wir sehen ja, die Black Molly sind immer unterwegs, sind immer am suchen. Aber die suchen jetzt nicht nur nach Mückenlarven, sondern wenn die gleich alle sind, dann werden wir auch sehen, dann zupfen die mal an Blättern, an Scheiben, überall rum. Das heißt, das sind also auch richtige Aufwuchsfresser. Ja, das sind jetzt keine Algenfresser in dem ah. Sinn, was ihr immer sucht, sondern die fressen einfach den Aufwuchs, aber schrubben natürlich nicht ein Aquarium super klar. Da das aber keine schnellen Schwimmer sind, reicht tatsächlich für so Black Molly ein Aquarium, ich sag mal so von 80 cm, 110, 112 Liter Wasser. 60 cm ist vielleicht ein bisschen knapp. Zum Junge großziehen ist das halt auch in Ordnung. Aber fürs ganze Leben. Und das Leben ist im Allgemeinen zwei bis vier Jahre. Da gibt es auch einige, die wesentlich älter werden. Hat so ein bisschen mit der Wasserqualität zu tun. Also am liebsten leben die in etwas härterem Wasser. Das ist kein Weichwasserfisch. Also für die ganzen Südamerika-Fans ist das total der falsche Fisch. Obwohl die kommen aus Mittelamerika, aus Mexiko, aber. Mexiko ist nicht Südamerika und in Mexiko ist eigentlich schon relativ hartes Wasser. Also so 11 bis 30 deutsche Härte ist für die kein Thema. Wenn man also unter 11 geht, dann wird die ganze Sache schwierig. Im bepflanzten Aquarium habe ich meist weicheres Wasser. Aber gesundem Black Molly macht das gar nichts aus. Also wenn man mal welche kauft oder bekommt und die sind sehr schlank, sehr schmal, und muss sie erst ein bisschen beifüttern. Dann kommen die oft in so einem gesellschaftsaquarium mit vielen Pflanzen, nicht so gut klar, weil da haben wir ja öfter weicheres Wasser. Das heißt, die setze ich dann in ein kleines Aquarium, da würde so ein 60 cm Aquarium reichen, und dann pepple ich die hoch. Oft ist dann auch gut, wenn die sich nicht wohlfühlen, das sieht man, die wackeln gerne dann so, japsen an der Oberfläche, obwohl Luft heißt. da ist, dann brauchen die ein bisschen mehr Salz. Also in der Natur, der wilde Black Molly, der schwimmt bis im Brackwasser, ja sogar im Meerwasser kann man den so am Rand finden. Und der ist ein salzliebender Fisch. Da haben wir natürlich das Problem, das eine und das andere verträgt sie nicht. Wir können kein halbes Salzwasser-Aquarium machen und meinen, dann wachsen Pflanzen. Also im schön bepflanzten Aquarium einfach Mollis reinsetzen, die in relativ weichem Wasser nicht konditioniert sind. Da könnte ich also eigentlich nur von abraten. Da muss man die selbst konditionieren, da muss man die erstmal selber kräftigen und dann anschließend dieses Wasser mit der leichten Salzzugabe durch Wasserwechsel permanent immer wieder ein bisschen verdünnen, bis ich auf die gleichen Werte bin wie in meinem Gemeinschaftsaquarium. Wenn ich die dann auf gleiche Werte habe, von der Wasserqualität her, wie in meinem Schauaquarium, in meinem Pflanzenaquarium, kann ich die umsetzen. Wenn ich später Jungtiere habe, die haben natürlich gar kein Problem mehr damit, die sind in diesem Milieu geboren. Und die fühlen sich da drin wohl, die haben sich angepasst. Jeder kann sich an einer anderen Umgebung bis zum bestimmten Maß gewöhnen. Und bei Black Mollis, die sind eigentlich recht anpassungsfähig. Das sehen wir, man kann in zig Farben züchten und auch in verschiedene Größen werden die und Flossenformen. Das ist alles schon spannend. Also, die Mollis, die sind immer, wenn man guckt, überall am Zupfen. Die suchen da immer Aufwuchs und dann machen die natürlich in der Natur, in Mexiko auch. Oder Kolumbien dazwischen leben, die irgendwo immer in langsam fließenden Gewässern und nach Möglichkeit auch gut verkrautet, damit sie viel Schutz haben. Weil das einfach keine schnellen Schwimmer sind und so gemütlich, wie sie hier schwimmen, schwimmen sie eigentlich auch in der Natur. Und das geht natürlich nur mit viel Deckung, denn der Fisch ist total friedlich, der ist überhaupt unbewaffnet, gar keine Aggressivitäten, der könnte also höchstens mal einen kleinen eigenen Jungen fressen. Wenn er schon ein bisschen größer ist, die kleineren hier tendenziell nicht. Aber die größeren, die könnten man Jungen runterschlucken. Aber die stellen gar nicht anderen Fischen nach. Dafür ist er natürlich super im Gemeinschaftsaquarium geeignet. Allerdings, so nett wie er zu den anderen Fischen ist, sollten die anderen im Aquarium auch sein. Klar kann ich den mit Skalaren zusammenpflegen, Aber die Skalaren werden begeistert sein, immer wenn Junge kommen. Apropos Junge, wenn das Weibchen so zehn cm groß ist, was die ja werden können. Sind so 120 Junge auf einen Schlag drin und die bei einem Wurf nach 20 Tagen kommen. Aber die Fische haben da auch noch einen Trick, der ist ein bisschen temperaturabhängig. In den Gegenden ist es schon mal ein bisschen kühler, wo die herkommen und ein bisschen wärmer. Das heißt, wenn das Wasser nur 17, 18 Grad hat, dann dauert das, bis die Jungen kommen, vielleicht zwei Monate sogar. Und wenn das 28 ist, dann ist das in 20 Tagen fertig. Aber die haben auch die Möglichkeit, von allem dazwischen. Das heißt, das Weibchen kann so ziemlich selber entscheiden, wann und wie viele Junge sie bekommt. Selbst wenn sie nur einmal befruchtet worden ist, kann die zwei, dreimal Junge bekommen und hat einfach im Körper befruchtete Eier, die sie aber einfach nicht alle auswachsen lässt, sondern es zurückhält. Wie das genau funktioniert, das ist für mich auch ein Phänomen, aber es funktioniert. Man weiß dann, man hat ein Weibchen alleine, das kriegt Junge und ist dann noch ein, zwei, drei Monate alleine und kriegt immer wieder Junge, ist also schon von der Natur her eine ganz spannende Sache. Der pH-Wert in dem Aquarium sollte nach Möglichkeit über sieben sein oder um sieben. Unter ist schwierig. Da beißen wir uns jetzt immer mit Wasserpflanzen und Mollis. Einige sagen, Black Mollis kann man gar nicht im Aquarium halten. Stimmt nicht. Man muss ein bisschen auf die Bedingungen halten. Habe ich gerade gesagt, Südamerika Aquarium es passé. Also hier pH-Wert mit Sechs oder so, das wäre natürlich nicht gut. Mit extrem weiches Wasser auch nicht. Aber so für alle so Normal Aquarianer, die mit Leitungswasser ihr Aquarium betreiben, da denke ich mal, ist das alles total in Ordnung. So, ich denke mal, ich habe da ganz schön viel erzählt über den ganz normalen Black Molly. Alle sagen, du kannst doch nie ein Video über einen Black Molly machen. Den kennt auch jeder. Glaube ich nicht. Also Haltungscheck. Größe fünf bis zehn Zentimeter. Aquariengröße so 80 cm mit rund 100-110 Liter sollte man mindestens starten, wie wir hier sehen 220 Liter Aquarium ist natürlich viel schöner, hat aber nicht jeder, also auch die, die ein kleines Aquarium haben, die sind heute mal dran. Die Fische werden ungefähr so zwei bis vier Jahre alt, sind lebendgebärend. Wie das funktioniert, habe ich gerade schon erklärt. Geschlechtsreife erreichen die ungefähr schon mit sechs Monate. Dann kriegen die aber nicht die 120 Junge, sondern da kommen dann vielleicht 20. Brutpflege machen die natürlich keine, die kriegen lebende Junge und die können sofort fressen, das ist alles gar kein Problem. Futter, ja alles, also wirklich alles. Vom Aufwuchs, die sind in der Algen dran, normales Trockenfutter, Lebendfutter natürlich immer gerne, also wirklich alles Fresser. Herkunft kommen die von Mexiko bis Kolumbien über die ganze Breite und genau so eine Bandbreite haben die an Temperatur. 18 bis 28 Grad, das kann man für alle abdecken. Also die könnte man schön im Sommer sogar draußen halten. Dann werdet ihr staunen, wie groß und wie kräftig die draußen in so einem kleinen Gartenteich werden. Nur ein bisschen schützen, die kleinen Fische fristen nicht nur die Elster, da gehen die Drosseln auch dran. Und die Katze wollen wir da mal nicht vergessen, aber das gehört ja nicht zum Haltungscheck. pH-Wert, wenn es geht, über sieben können Sie vertragen, bis 8,5. Ja, klar, das sind ja Werte fast wie im Meerwasser, aber wir wollen sie ja im Süßwasser halten, also so um sieben rum, das funktioniert schon. Die Härte 11 bis 30 ist also teilweise ein sehr hartes Wasser, habe ich erklärt, mit dem Salz. Deko, paar Steine, paar Wurzeln, viele Pflanzen und die fühlen sich wohl. Ich hoffe, eure Fische fühlen sich auch so wohl wie meine hier im Aquarium. Wenn ja, könnt ihr mir das ja mal schreiben. Wenn nee, müssen wir darüber sprechen. Aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, über welchen Fisch wir sprechen können. Schreibt mir das einfach. Und bis dahin habe ich mir auch wieder was einfallen lassen. Dann zeige ich euch einen neuen Film. Bis dahin. Tschüss. Wir sehen uns.